Auf diesem Friedhof in der sizilianischen Stadt Palermo herrscht ein dramatischer Notstand. 800 Särge stapeln sich, weil es nicht nur an Gräbern, sondern auch an einem Krematorium mangelt. Es wurde vor einem Jahr außer Betrieb genommen. Der geplante Neubau kam wegen eines fehlenden Abflusssystems nicht zustande. Nicht kühlbare Zelte dienen als behelfsmäßige Leichenhallen. Angehörige von Verstorbenen sind ratlos. Die Leichen unter diesen schwierigen Bedingungen zu sehen, ist wirklich deprimierend. Sie sind Sonne, Regen und Wind ausgesetzt. Es ist eine unerträgliche Demütigung, vor allem für die Familien, die hierher kommen und ihre Liebsten nicht ehren können. Stadtrat Igor Gelada macht die Stadtverwaltung für den Missstand verantwortlich. Was ist die Lösung? Die Anlegung eines neuen Friedhofs, von dem seit 20 Jahren gesprochen wird, den wir aber aufgrund mangelnder Finanzierung und Planung nicht bauen können. Mehrere Besucher des Friedhofs klagten bereits über starke Geruchsentwicklung und sich öffnende Särge.